So, das und dies hier. Darko, ich mach den Vorschlag. Du donatest mir jetzt 10 Euro, darfst meine Mauer dafür zu Ende bauen. Oh, scheiße, ey. Oh, Mann, ey. Warum, Ike? Einmal ist schön, zweimal ist vielleicht Pech, aber fünfmal, sechsmal ist doch einfach... Das ist mir bis jetzt nur einmal zum Glück passiert mit der Mauer. Ja, mit der Mauer, ja. Ich meine aber, dass du Vein Miner vergisst, dass du das da hast. Ja, weil ich das halt anders kenne. Auf dem Vanilla-Server hat man das ja als Plugin. Da musst du es ja auch sneaken, um es zu aktivieren. Und das Ore Excavate und normale Weinminer ist ja einfach nur eine Taste drücken und dann wird es aktiviert. Ja gut, stimmt auch. Das ist ja hier wieder nicht der Fall. Hier ist es dauerhaft aktiv und du musst sneaken, damit es eben nicht aktiv ist. Weil es halt eine Verzauberung ist, das ist der Nachteil des, des Ganzen. Naja gut, war nicht viel. So viel baut der aber auch gar nicht ab, das ist nicht mal ein Stack gewesen. Also passt schon. Außen geht gerade die Sonne auf. Das sieht nice aus von der Mauer. Gibt es eigentlich von Wellenmeiner auf verschiedene Stufen? Hab ich gar nicht nachgeguckt. Wird der Darko aber bestimmt gleich machen. Ich bin gerade mit Farmen beschäftigt. Du farmst noch? Yep. Ah, okay, ich muss auch ab und zu mal Andesite farmen. Okay, das machen wir zum Beispiel gar nicht. Im Moment. So, so, so. Hier war wieder Treppe, ja. Ich habe aber 14 Dios. Mittlerweile wieder. Ich muss mir noch überlegen, wo ich dann das Garagentor reinbaue. Garagentor? Ja, da ist eine Quest. Dass du ein Garagentor craftest. Das heißt sicherlich anders. Nee. Hast du wieder einen kreativen Namen gegeben? Nein. Garage. Das heißt, die Quest heißt auch Garage und du musst ein Vehicle-Crate bauen. Ja, wirklich Fahrzeuge? Natürlich. Denkst du, wie die sich bei Walking Dead fortbewegen? Nicht nur auf Pferden. Die erste Zeit haben sie auch Fahrzeuge genutzt, wie sie noch Benzin gefunden haben. Und bei World Beyond zum Beispiel haben sie noch Fahrzeuge tatsächlich. Und ja, ich gucke es, sonst wüsste ich das nicht. Oh nein, ich habe keine Mauern, keine Zäune mehr. Ach, das ist fies. Musst du wieder ins Nether? Nee, Holzzäune. Muss ich nur ein paar Holzsocks wieder umcraften. Und ja, den Wald dazu habe ich direkt vor der Base, also alles gut. Noch, wenn das so weitergeht. Ja, wenn ich meine Base expandiere, dann... Und ich mir auch ab und an wieder mal Holz stibitze. Was? Klaust du bei mir Holz? Hab ich früher gemacht, ja. Boah. Das sind halt ja optimalen Bäume, da kann man sich so in das Pirouette hoch. Ach so, ich dachte, du hast aus meinen Kisten geklaut. Ach so, nee. Also vom Wald habe ich so einen riesen Baum gefällt. Ja, das mache ich jetzt per Fahrstuhl und...
Mein Miner. Also diese Dinger, die eignen sich eigentlich richtig gut dafür. Diese Elevator-Dinger. So. Das hier noch weg. So und so. Jetzt wird es ein bisschen knifflig hier. So. Und das geht wieder ganz normal. So. Aber das Spiel bietet echt Abwechslung dafür, dass du nur 2 GB RAM brauchst. Naja, wir spielen es gerade auch mal 12 Stunden halt. Also du, ja. Ich noch weniger. Und die haben ja noch geschrieben, da wird es noch Updates von dem Pack geben. Okay, haben die? Da bin ich mal gespannt, was die sich. Vor allem questtechnisch gibt es noch Updates. Bin ich mal gespannt, was die noch so für Mods einbinden sollten, würden tun. Dann lass ich mich echt mal überraschen. Weil das ist halt auch ein richtig gutes RP-Modpack. Okay, so ein RPG-Modpack. Echt, die Höhle endet echt nirgendwo. Es ist nicht mehr normal. Und ich bin gleich rum. Ey, da oben geht's noch weiter. Hm. So. Jetzt noch die Dinger hier. Ich habe keine verkennen. Deswegen habe ich immer Holz dabei. Das ist wie im Vanilla. Ich habe entweder immer einen halben Stack Logs dabei, einen Stack Planks oder Sticks. Und wenn ich alles schon alle gemacht habe, hebe ich mir immer einen in der Offhand auf, eine Fackel. Wegen Ah, ist ja auch die Fackel. Ja. Ah. Ach, Darko. Ist schon nicht einfach, wenn man so selten mit Optifine spielt. Ja. So, dann einmal das da, dann Stickerinos. Bitte sei richtig. Ja, das war richtig. Dann nochmal hier. Und so. Das müsste tatsächlich jetzt ausreichen, damit ich rumkomme. Jetzt habe ich den Klostein vergessen. Der ist hier bei Erze drin. Der kann erstmal weg. So. Da ist schon wieder jemand verzaubern. Da war wieder ein Talent gehabt. Von der Farmtour. Ich glaube, der nächste Troll wird sein, ich baue dir einen Verzauberungstisch bei dir hin. Oh, boah, apropos, ich habe 37 Stück. Oh, her. Vorhin durch Zombie-Klatschen in der Stadt. Ich bin mit 33 rein und mit ganz vielen wieder raus. Oh, Zeit. Okay, da habe ich auch den Aufgang zugebaut. Nice. Hier. Oh Gott. Jetzt geht's los.
Oh je. Ich muss Klostein regelmäßig anbringen. Fug. Von da immer 8. Okay, passt. Easy cheesy. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das sind zwei, vier, sechs, sieben, acht. Ist das dort? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Genau. Eins, zwei. 2, 5, 6, 7, 8, genau. So. 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 Und so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 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 Nee. Zwei, vier, sechs, sieben. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ja. Habe ich mich so krass verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre dann hier. Ich sehe das nicht. Ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wäre dann hier, genau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier habe ich es beim 9. gesetzt. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das. 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 Und das. Yay, nur noch zwei Wände. Und hier habe ich auch den Aufgang wieder zugebaut. Nice Eik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baum, du nervst. Geh weg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier. Nö, so. Nicht mit mir, ich fall nicht nochmal drauf rein. So. Jo, die Nacht kann kommen. Meine Mauer ist gleich ausgeleuchtet.
Irgendwie habe ich echt noch Angst, dass auf einmal gesagt wird, Difficulty über 50 oder irgendwie so ein Wert. Und dann kommt ein neuartiger Mob, der so wie dieser Gaia-Boss Blöcke zu sich ransaugt oder irgendwas kaputt sprengt oder so und dann eine halbe Base zum Arsch. Das wäre dann bei dir der gleiche Fall. Du das wäre bei mir genau haben. Ja, genau. Ja, ich hab ja auch Angst, aber. Das wäre genauso scheiße bei mir, aber bei dir ist das halt noch schlimmer. Dann zieh ich unter Tage. Aber es sieht geil aus. Ich kann mich nicht beschweren. Das da rein, das da rein. Ich habe so ein komisches Ei eingesammelt. So. Das dahin, da haben wir noch mehr Klostein, der dahin. Das jetzt mal alles hier raus. Das raus, das da rein. Das raus, das raus, das raus, das raus. Ne, wir nehmen alles an Holz raus. Ja. So, da ist noch Holz. Holz wandert jetzt da oben rein. So. Die ganzen Pferdesachen kommen jetzt hier rein. Außer meine Fackeln. Habe ich im Backpack noch was? Nee. Da ist noch Holz. Da ist noch Holz und da ist noch Holz. So, der Dreck kommt wieder da rein. Das kommt damit rein. Hier ist nichts mehr drin. Okay. Ja. Ich würde sagen, es geht weiter im Questgeschehen hier. Crocodile, Hammer. Great Crocodile. Was habe ich denn hier drüben noch? Tame an Animal. Genau, verzaubert. Erstmal verzaubert. Ich brauche vor allem Silk Touch. Erstmal das da. Nutzt du eigentlich mein Lapis oder bringst du wenigstens dein eigenes mit? Beides, je nachdem, ob ich welches habe. Und wenn Winter. Okay, Darko fragt nicht nach, ob er die Ressourcen von anderen nehmen darf. Darko, Base-Verbot. Ich krieg immer nur schlechte Antworten, wenn ich frage. Das ist echt fies vor allem. Weil ich Milliarden von Stacks Lapis hab. Ich muss noch mal ins Dorf. Ich wollte mir noch ein Bett besorgen. Was wollte ich jetzt machen? Verzaubern. Wo sind meine Dias? Da. Stickerinos. Da. So, das da rein. Ich mache mir jetzt noch mal eine Picke. Ein Schwert. Axt und Schaufel. So. Auf das Schwert. Sweeping Edge 3 Smite. Willst du mich verarschen? Ach komm. Unbreaking. Unbreaking. Efficiency. Deathstrider. Oh, das ist gut. Was ist denn da gerade explodiert? Oh, ich mit einer Granate. Power 2. Quick Hands. Keine Ahnung, was das ist. Kollateral. Kollateralschaden. Feather Falling.
Oh, hier wird es Sharpness 4 geben. Oh, Knockback. Puncturing. Okay. Schon wieder Power, das ist nice. Blast Protection ist auch nice. Aqua Affinity ist auch nice. Schon wieder Feather Falling. Holy shit. Protection. Unbreaking, naja. Und fertig. Ey. Einer ist schon schlimm. Beide sind fies. Okay, das Smite-Schwert, das ist für einen Arsch. Das brauche ich überhaupt nicht. Willst du eine Dia-Picke haben mit Unbreaking? Ich? Ja. Unbreaking 3? Unbreaking 3, yep. Sehr gerne, ich habe bisher nur Effi. Ziehen Star drauf, aber ich würde gerade nicht raten herzukommen. Nö, jetzt komme ich auch noch nicht. Ich muss gerade mal meine ganzen verzauberten Bücher hier durchlunzen. Ich brauch definitiv wieder ein System mit den verzauberten Büchern. Was mache ich mit dem Smite-Schwert? Kann man das irgendwie wieder kleiner machen? Ja, du kannst es ja mit so einem Stein entzaubern. Stimmt. Seit der neueren Version. Stimmt, und lass mich raten, das müsste der Grindstone sein. Ja. Hab ich. Wenn du zu den hast, war mir ziemlich klar. Fertig. Jetzt habe ich noch ein unverzaubertes Dierschwert. Och, Mann. So, Bücher. Ey, es nervt gerade nur noch. Quickens kenne ich nicht. Projektil Protection bleibt. Kollateral kenne ich nicht. Conjuring kenne ich nicht. Schon wieder Quickens. Quickens 1 und 2. Piercing brauche ich nicht vorerst. Ich könnte ein Power 3 Buch tatsächlich machen. Aber ich kämpfe noch nicht mit Bogen. So, Unbreaking 1 kommt erstmal da rein. Hier ist nochmal Power 1. Soulspeed brauche ich überhaupt nicht. Das ist eine Rotzverzauberung. Projektil Protection 1 und 1. Projektil Protection 1. Blast Protection. Feather Falling Protection 2, 2, 3, ja, okay. Knockback, Feather Falling, könnte ich auf 2 machen. 1 und 1, Marcel Davis. Okay. Moment mal, ich habe doch hier unten noch ein Dierschwert. Weil du das gerade sagtest, 1 und 1, achso, ja. Sharpness 3, Sweeping Edge 3, mit dem werde ich jetzt kämpfen, dauerhaft. Dann machen wir das da rein. Dann ich würde tatsächlich erstmal Feather Falling auf die Schuhe machen. Ja, stoß mich wieder runter. So. Ja, kick mich nochmal hoch. Wo? Macht ja auch so viel Spaß. Ach nee. Lol, wo habe ich denn das Buch her? Blast Protection 1, Conjuring 2. Okay. Ich hab doch... Oh, scheiße, ein Level habe ich noch. Das reicht doch nie und nimmer. Nee, es braucht 2. Okay. Ich brauche hier oben noch eine Kiste. Geht nicht anders.
Da kommt dann das rein, was ich zusammencrafte. So. So, also Deathstrider. Protection. Aqua Affinity. Knockback. Power 1. Power 1. Power 1, Power 2, Blast Protection, Blast Protection, Projektil, Projektil, Projektil. Was haben wir hier? Hier habe ich schon Unbreaking. Okay, das brauche ich alles nicht. Kann ich alles wieder entzaubern. Kann ich auch hier und dann kriege ich wieder Level zurück. So, das ist die Unbreaking 3 für Darko. Junge, war das gerade anstrengend. So. Efficiency bleibt das weg, das weg, das weg. Das, das und das weg. Da haben wir wieder 6 Level. Ich wollte als erstes Aqua Affinity auf den Helm klatschen. So. Projektil Protection. So. Was war das? Das war Knockback. 1 kommt jetzt direkt mit aufs Schwert. So. Passt. Fürs erste passt das so. Money, money, money kommt da rein. Das möchte ich mal wieder reparieren. Und die möchte ich auch mal reparieren. Dann wird mal Zeit hier. Dreht sich deine eine Walze eigentlich so viel schneller als die andere? Das ist Standard irgendwie. Pass auf. Das und das. Wenn jetzt bei mir auch noch die Amboss nutzt, Darko. Nee, mache ich nicht, aus dem einfachen Grund, weil die würden ja auch von mir kaputt gehen. Ich hab den da oben schon Ewigkeiten benutzt. Der geht nicht kaputt. Das ist weiterhin einfach ein stinknormaler Anvil, die gehen nicht kaputt. Das hat er ausgeschalten. Okay. Stell Jump. Was zum Teufel ist das denn? Egal. Ich wollte jetzt noch. Achso, ich wollte mal wegen Dings versuchen. Wegen Feuer. Aber nicht hier. Ich brauche echt ein Tor bei mir. Wo sind meine Glastüren hin? Da. Jetzt hier erstmal schnell zwei oder eine reinbauen. So. Weiß nicht, ob das so geil ist. Was? Ich habe jetzt auf einer Pick Effizienz 4 und Vein Mining. Hm? Aber ich weiß nicht, ob ich das mit deiner neuen Unbreaking 3 picke, ob ich wirklich in der Vein Miner Picke machen will. Ach, also ich find's geil damit. Du kannst ja zwei haben. Eine mit Vainmaner und Fortune für Dias und Erze und eine ganz normale, um dir einen Gang zu graben. Da war ich halt auch schon am Überlegen. Gut. Ich wollte noch ins Dorf gehen. Muss ich mich ja doch nochmal rausbuddeln hier. Das klingt so komisch. Na. Wie war das, du findest Vainmaner geil? Ich war zu schnell.
Oh, geil. Ich war einfach nur zu schnell. So. Mir wird das jetzt wahrscheinlich auch noch hunderte Male passieren. Ja, unter Tage ist es halt wirklich dann beschissen, wenn der nie drauf achtest. Da ist das schon kacke. Da ist ein Loch. Ha! Da bist du gestorben, du Kackvogel. Okay, hier wo ich bin, habe ich jetzt Difficulty 12. Bei mir in der Base hat Difficulty 30. Und irgendwo außerhalb. Ne, in meiner Base habe ich jetzt Difficulty 48. Ja, ich glaube, das hat wirklich was so miteinander zu tun. Da, wo du die Herzen genommen hast. Ja, oder was du halt dort immer machst. Ich habe zum Beispiel. An meiner Base kill ich ja die ganze Zeit die Mobs. Ich renn gerade hier draußen nur rum. Ich mache hier gar nichts. Ne, ich meine, dass das sich. Dass das damit zusammenhängt, wo wie viele Mobs waren, sind. Im Durchschnitt. Oh, das weiß ich nie. Weil wenn du da, wo du gerade bist, da bist du halt nicht so häufig. Was bedeutet, da ist die Difficulty noch niedrig. Und die steigt halt, je länger du da bist. Außer du futterst da halt gegen an mit den Herzen. Ja. Obwohl, das Theorie gescheitert. Ich bin an einem Ort, wo ich noch nie war und hier habe ich gerade 50 Difficulty. Ja. Oh. Autsch, 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 autsch. Er hat nie einen Block gesetzt. Hier wird doch wohl nicht der Eik gewesen sein. Renn ich noch richtig? Teilweise. Jetzt klaue ich den Villager nicht die Betten. Ich hoffe, das klappt, dass man die Nacht so überspringen kann. Oder sich zumindest in der Base einen Homepunkt setzen kann. Ich weiß, dass man Betten und so weiter kaufen kann. Ja, kaufen. Also werden sie wohl funktionieren. Wenn du sie findest. Ich klau die jetzt aus dem Dorf. Hey, nächstes Krokodil. Uah. Oh, der kommt mit daher geschissen. Was passiert, wenn er so einen Villager schnappt? Gut, 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 gut. Komm, hier sind ganz viele. Das ist doch Villager, ja. Oh Mann, Ike. Was denn? Ich will gucken, ob der das gleiche macht, was er mit mir gemacht hat. Komm. Und dann kann ich mir gleich die Villager-Glocke klauen. Endlich eine Pick, die funktioniert. Hey, Nola. Ey, jetzt haut der ab. Krokofant. Hier bin ich, komm, gut, 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 gut. Ja, komm. Komm, hier ist ganz viel Essen für dich, komm. Schnapp dir so einen Villager. Komm, mach da nicht, Drecksack. Okay, mit denen kann man ja zum Glück nicht traden hier. Bin ich auch happy, ich habe nämlich aus Versehen ihn geschlagen das letzte Mal. Oh.
Da war kein Bett. Ah, da hinten müssen noch Betten sein. Ein Gunpowder, das nehmen wir alles mit. Eine Kiste, die ich noch nicht gelootet hat, hier ist noch Brot drin. Au! Ey, ein Blockbank ist scheiße, Krokodil! Und down. Ich sage ja, das sind easy, die Tierchen. Tut mir leid, Villager, du darfst nicht schlafen. Wird so verboten. Ich habe jetzt das ganze Dorf mit von den Betten befreit. Die brauchen keine Betten. Die sind nämlich auch cool, wenn man unterwegs ist, wenn man wirklich die Nacht überspringen kann. Na gut, wir müssen uns wahrscheinlich gemeinsam hinlegen, weil ich finde die Nacht ehrlich gesagt ziemlich geil. Ja, ich nicht. Warum nicht? Kann man super fahren. Du, ich nicht. Ich gehe woanders Mobs farmen. Ja, aber hier gibt's keine Mutanten. Ich scheiß mal auf die Mutanten, ne? Was Wichtigeres im Leben als Mutanten. Ein Smiting Table, den nehme ich natürlich mit. Ist das sowas Besonderes Neues? Du musst sie selber bauen. Schon mal daran gedacht? Ja klar, aber ich dachte, du hättest die schon alle. Nee, die hatten bis jetzt nur... Oh Gott, was hatten die denn alles? Den Grindstone? Blast für uns, glaube. Und noch irgendwas. Irgendwas hatten sie noch. So, Home. Da wollen wir doch mal testen. Ein Bettchen. Kommt hier oben rein. Ja, man kann sich nicht. Na ja, gut, ich habe meinen Spawnpunkt gesetzt. Ich bin happy. Stopp mal, was blubbert denn bei mir rum? Hey, ich habe eine fette Riesenratte! Die greifen den unsichtbaren Villager an. Und der hebt ab, oder? Warum ist schwimmen? Ach, das sind Hasen! Eine Riesenratte und du siehst einen Hasen. Das sind Hasen! Ich hab gerade mal geguckt. Riesendicke, fette Riesenratten. Das sind dann kleine, süße Hey. Nee, die sind fett, die Viecher, tatsächlich. Die sind nicht so klein und süß, wie du denkst. Scheiße. Großes angedockt. Kleine auch. Habe ich noch Zäune? Ja. Die werden jetzt eingesperrt bei mir. Kommt. Ich habe schon wieder drei neue Leinen gekriegt. Durch die Kanicke. Kommt. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
Kommt mal hier rein, ihr kleinen Scheißerle. Nein, drinne bleiben, habe ich gesagt. So. Ja. Die Ohren, ne, die sind so groß wie von Ratten. Das sind aber Rabbits. Ein Baby und ein Mama-Rabbit. Und die sehen wirklich aus wie Ratten. Oh, sehen die aus wie Ratten? Guck von vorne. Du sollst nur von vorne gucken. Die sehen aus wie Ratten. Ach, das ist dort noch angedockt. Ah, okay. Jetzt habe ich auch noch ein Lama. Ich mach den so auf. Das Lama werde ich eh irgendwann klatschen. Irgendwann mal. Aber du musst, wenn du dir das anschauen kannst, wäre das echt nett. Für mich, also, ich habe irgendwie den Verdacht, die sehen anders aus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du weiße, süße und graue Kanickel als Ratten identifizieren kannst. Die sind nicht weiß dort, die sind grau, die sehen aus wie Ratten. Schau mal meinen Screenshot an. Süße kleine Häschen. Wo hast du. Ach da, Privatnachricht. Nee, die sehen. Süße kleine Häschen. Nee, die sehen bei mir ganz anders aus. Warte. Ich muss wieder Chat im Vordergrund holen. Nee, Chat, nicht Musik. Ike, runter. Danke. Jetzt guck mal in meinen Stream. Ja, ich schau. Warte. Stimmt. Die sehen aus aber, wie Ratten bei aber mir. Selbst da sieht sie nicht aus wie eine Ratte. Doch. Vor allem nicht, wenn die hüppeln. Wenn die sitzen, vielleicht, aber wenn die hüpfen. Als ob ich drauf achte, dass ein Viech bei mir hüpft. Die waren schnell unterwegs. Ich glaube eher, dass du einfach einen Albtraum von Ratten hast. Ich habe einen Albtraum von Darko, dass der immer noch hierher kommt. Jetzt lenkt er vom Thema ab. Hey! Soll ich dir noch einen eigenen See bauen? Du hast mir meine scheiß Hose kaputt gemacht. Soll ich dir doch einen eigenen See bauen da oben? Habe ich noch weniger Platz ab? Ey, Darko. Nee. Das. Warte, jetzt. Sechs, zwölf, 13, 14, 15 braucht man. Zähne. Ike, du brauchst mir jetzt keinen scheiß Zauber zu spielen. Doch, ich setze jetzt da ihn hin und dann ist meine Base erstmal Sperrgebiet. Und ich mach dir auch einen See dort oben hin. Wo du angeln kannst. Das ist nicht ganz einfach, du brauchst nur einen Wasserblock. Oh. Und ich setze dir sogar vier dahin. Nee, den Ausgang da hinten nutze ich jetzt nicht.
Was sitzt denn du, Bimmelklatscher von mir? Soll ich wegen dir ein Blockfälsch gesetzt, ey, verpiss dich. So, ein Loch wirst du selber graben können. Denke ich zumindest mal, dass du nicht so doof bist wie ein Zombie. Ach, und das kannst du umgehen, indem du einfach einen Trapdoor da hinsetzen, du Starko. Ich hab nicht genügend Platz, aber untergräbt sein Dings schon. Das war ein natürlicher Natur-Eig. So. Vor allem hast du mir dieses Modpack schmackhaft gemacht unter dem Aspekt, dass es nicht wieder Einzelspieler ist. Aber Dago, du... Von Anfang an hast du dich bei mir bedient und irgendwann muss doch mal genug sein. So, mach jetzt deinen See hin. Während habe ich mich bei dir bedient. Ich habe entweder Sachen gefragt, hättest ja auch Nein sagen können. Ey, bei den Feldern. Ganz ehrlich, bei den Feldern hast du nicht einmal nachgefragt, du hast dich einfach dreist bedient. Und jetzt sag nicht, das ist nicht so. Ich habe mich ehrlich gesagt einmal bei dem Feld bedient und danach habe ich... Da warst du aber auch bei, da hast du nie was davon gesagt und danach habe ich mich nie wieder bedient. Dann waren das immer die komischen Krähen. So, außerdem baust du nicht jedes Mal meine Base rein. Gibt's auch nicht. Was kann ich denn dafür, wenn du keinen Eingang hast? Noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass du... Ja, da kommt doch ein Eingang, klar. Wie soll ich denn sonst mal rauskommen? Ich habe keinen Bock, mich jetzt mal rauszubauen. Ja, eben. Eingang kommt schon noch. So. 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 Ah, jetzt habe ich ja vergessen, ein Bett mitzubringen. Warte, ich werf's mal unten in den Strahl rein. Nein! Nein! Bist du gestorben? Meine scheiß Mauer abgerissen. Okay. Ist viel Schaden entstanden. Was geht doch. Geht doch alles. Wo ist eigentlich die Melone her? Da. Da waren wir Richtung. Also in die Richtung war ich schon. Guck mal, hast du sogar ein Bett gekriegt. So kulant bin ich. Willst du mich einfach nur vertrieben haben? Sollst du halt nie wegen dem Popelscheiß zu mir kommen? So. Jetzt weiter. Wo war ich stehen geblieben? Honig. Genau, Honigkomb hatte ich. Beehive hatte ich. Silk Touch. Silk Touch. Das brauche ich. Wie hieß denn der? Florenz. Ah ja, was ist ein Bellcollar? Bananen. 13 Emeralds für einen Sattel? Und ein Emerald für eine Bananenschale? Ist der dumm? Aber dieser Ring würde mich dort interessieren. Was macht denn der? Das ist einfach nur ein Halsband. Aha.
Was mache ich? Warte mal, Bell-Collar ist ein Halsband, oder? So eine Art Halskette wahrscheinlich. Okay, der Kuh kann ich es nicht anziehen. Ja, dir kannst du das anziehen. Wahrscheinlich. Gibt es sowas wie ein Bubbles-Menü? Nee. Ich kann es auch nicht anziehen. Komisch. Gibt es mehrere Sorten von Genetic Animals. This item can be dyed with dye in the crafting field. Ja, das ist mir Latte. Ich will wissen, für was das gut ist. Ich hab grad vorgelesen, dieses Teil kann sterben. This item can dye it by dye in the crafting field. Man kann sogar Sattel umfärben in dem Pack. Cool. Das brauche ich ja noch. Okay, ein Emerald verschwendet. Aber egal. Da! Au. Hast du schon wieder die Mauer abgebaut? Mach dir noch eine zweite ohne Wein, meiner am besten. Ich hab nicht nur die Mauer abgebaut, ich hab meine ganze Wasserproduktion abgebaut. Oh. Ich zahle erstmal mein ganzes Geld in die Bank. 8000 kommt da locker raus. Bei dem, was ich jetzt schon offen hatte, bin ich bei 2,2. Jetzt öffne ich erstmal die ganzen anderen Packs. Jetzt auch die dicken. Sag mal. Ja, wie hieß du nochmal? Florenz. Raus aus meinem Haus. Ey! Au. Ich hab 11,632 RC. Ey, das kannst du keinem erzählen. Ich hab mir die scheiß Mauer fertig gebaut. Ja. Beim vorletzten Block habe ich mich verbaut und ich baue ihn wieder normaler. Och, Dako. Das kann ich nicht. Jetzt habe ich zwei bunte Lamas. Warte. Man kann auch auf den Lamas reiten. Fall mal da ins Loch bitte rein, Florenz. Bitte. Bitte. Okay, im Minenschacht habe ich jetzt einen Villager. Oh, ist das so dämlich, ey. Oh Gott. Mann, ich will Silk Touch. Gut, nee, ich weiß, worum ich mich jetzt erstmal kümmere. Goldapfel hab ich. Soll ich dir helfen, komm beim Abbauen? Ich hab's jetzt zum dritten Mal gemacht. Geht nicht in meinen Schädel rein. Sneaken, einfach sneaken. Stell dir vor, der Block vor dir ist Lava. Das sneakst du doch auch. Nö. Ehrlich gesagt, nö. Okay, das Hammer. Das. Was war das andere? Und Redstone. Das. Ich brauch. Weil eins hätte gereicht, aber okay. Aber die muss man ja auch noch essen, damit man das Achievement kriegt. So, ich brauche einen braunen Pilz. Ich brauche einmal Zugor. So. Ich brauche einmal Blaze Powder. Ich brauche drei Wasserflaschen. 1, 2, 3. Und wenn es geht, alles noch bevor die Nacht anbricht. So.
So. So. Jetzt muss ich gerade überlegen. Wie war das nochmal? Gunpowder brauche ich noch, genau. Einfach nur Wasserbottle und das. Okay, das. Gunpowder zum Wurftrank dann machen und noch einen zweiten Goldapfel. So, so. Genau. Ein paar Blöcke, um die einzubauen. Nummer. Viermal. Und Torches. Es ist echt immer, wenn ich fertig bin. Der letzte Block. Ach, Darko. Wenn mir das nochmal passiert, das Pack ist deinstalliert. Das ist ja, das glaubst du doch selber nicht. So, die Nacht kann kommen. Das glaubst du doch selber nicht, dass du das Pack deinstallierst. So. Ich würde auch wollen, mir das ziemlich viel erleichtern würde. Dich zwingt keiner hier zu sein. Du kannst gerne dein Alice-Stream machen mit Justin. Davon rede ich hier gar nicht. Direkt von der Schule. Hauptsächlich. Ja, Dago, wenn es danach geht, dürftest du überhaupt nie zocken. Was denkst du, ja, was? Dass ich noch so viel zocken kann, hängt hauptsächlich damit zusammen, dass meine anderen Aktivitäten alle nicht stattfinden können, wie man war. Was denkst du, was wir früher gemacht haben? Wir sind, haben entweder gelernt oder sind rausgegangen und haben Scheiße gebaut. Da hat man sowas Schönes wie PC noch nicht und Konsolen, naja, PS2 halt. Die PS3 kam raus, da war ich in der Ausbildung, ne, genau. Ja. Und davor in der Schulzeit, du hattest die PS2, PS1 und halt das ganze Pixel-Zeug, was es da gab. Ja, oder du bist halt eben rausgegangen. Was Scheiße gebaut. Oh, du hast gelernt. Da man mich, also mein Stiefvater mich immer zum Lernen gezwungen hat, hatte ich keinen Bock auf Lernen. Ja gut, das ist aber auch freiwillig lernen, funktioniert selten. Ja, nee, aber ich habe mich halt auch schon früher nicht zwingen lassen zu Sachen. Das hat meine Mutter auch mitbekommen. Ich habe dann immer so getan, als ob ich gelernt habe. Hab halt so, weil ich halt auf Englisch immer. Ich hatte immer eine schlechte Note in Englisch. Kenn ich. Und ich habe halt immer das Ein und Selbe gemacht. Ich sollte mich immer freitagsabends hinsetzen und lernen. Ich habe immer das Ein und Selbe aufgeschrieben. Was, also, ich sollte mir englische Wörter aufschreiben und dann aufs Deutsche übersetzen. Oder Deutsch und dann ins Englische. Ich habe immer das Ein und Selbe gemacht. Das ist gar nicht wirklich aufgefallen, außer meiner Mutter. Was hat die gemacht? Nix. Ey, der hat eine Maske auf. Hör mal, jetzt stirb doch mal endlich. Ich will ein fucking Villager-Zombie haben. Dann erkennt man dich hier überhaupt mit dem Texture-Effekt? Ja, ja, die erkennst du. Die haben immer noch so ein langgezogenes Gesicht. Außerdem, ich hab noch nie einen Villager-Zombie daran erkannt, Ike. Die Dings, die haben auch immer noch ihre Klamotten an.
wie sie als Villager anhält, nur ein bisschen verdreckt halt. Oh, hier ist einer. Nein, der ist gleich tot. Die haben halt immer noch ihren fetten Zinken im Gesicht. Da ist Mutanten-Heini. Hier kommt wieder ein Weißauge. Gut. Da kommt eine Kirsche an. Nee, danke. Also Frauen schön und gut, aber bitte nicht als Zombies. Funktionieren trotzdem noch gleich wahrscheinlich. Boah, nee, die fällt doch auseinander, wenn du mit der... Dann hast du Hautreste da unten hängen. Nee. Oh, 100 Zombies gekillt. Wow. Quest completed. Ey, wenn du den loswerden willst. Oh, hier ist ein Zombie. Scheiße, das ist ein Zombie-Villager. Ich renn bei mir bei der Base um die Ecke und da steht der auf einmal. Willst du mich verkackeimern? Ich will nur den Zombie-Villager haben. Er ist auf mich, Akko. Ja, ich habe aber noch die ganzen anderen Villager hier. Ja, aber schon bei den großen weniger hast du schon mal etwas gewonnen. So. Ich mich wieder um den Petten. Oh, hier ist sogar noch ein zweiter. Oh, cool. So, erstmal du weg. Nein. Nur du. Ist sogar noch ein dritter! Einer mit einem Furunkel im Gesicht. Okay. Okay, die zwei sind eingesperrt. Komm, verpisst euch. Jetzt muss ich die nur noch auseinanderkriegen. Ich hab kein Wasser dabei. Shit. Ich hab ein Problem. Welches denn? Der XXL-Mutant fliegt jetzt gerade bis zur Bauhöhe. Okay. Weil du den Strahl da noch hingestellt hattest, so nah an meiner Base. Bau ab, dann fällt er runter und stirbt. Ja, nee. Wir sind gerade ziemlich viele Mobs. Alter, hier ist noch ein Zombie-Villager! Noch einer! Aber ich tame jetzt schon zwei, die reichen aus. Ich tame mir doch schon zwei. Ich weiß jetzt schon, dass das in der Lösung. Okay, man sollte vielleicht sneaken, klicken und nicht sprinten, wenn man baut.
Toll, der Mutant ist einfach gespawnt. Komm, krieg ich's noch hin, dass ihr euch bitte ein bisschen aufteilt, obwohl ich euch gleichzeitig angeklickt hab. Was ist, wenn ich das so mache? Ein dreckiger Anzug. Nein! Fast hätte es geklappt. Jetzt. Komm mal her. Braves Arschikind. So. Hinter dir, Alk. Hinter dir. Nicht gut. Ist auf mich, Oko. Ich nehm den wieder mit. Oh, scheiße. Oh, fuck. Scheiße, hätten wir es gleich. Ich hätte einen Schwächetrank auf den werfen können. Ich hab noch 2 Stück. Ach so, nö. Alles gut. Ich hatte nur durch das Hochschleudern so viel Damage gerade bekommen. Das war nicht mal feierlich. So, aber ich warte jetzt hier ab, mache kurz Pause und bin gleich wieder da.